Jensen ist in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Künstler, nicht nur wegen seines malerischen Stils, sondern auch wegen seiner Biografie. Geboren wurde 1903 in Guatemala von dänisch-deutschen Eltern und sein Leben führte ihn dann zurück nach Europa, dann wieder nach Kalifornien, wo er zu studieren begann. Und schließlich lernte er in München in den 20er Jahren eine amerikanische Sammlerin kennen, mit der er die nächsten 20 Jahre verbrachte. Und erst Anfang der 50er Jahre nach ihrem Tod machte er sich als Maler selbstständig. Und erstaunlich ist, dass Ende 50er Jahre einer der ersten Ankäufe in die Schweiz ging, nämlich das Bild, das hier zu sehen ist, The Blessing. Arnold Rüdlinger war der Mann, der den abstrakten Expressionismus aus den USA in die Schweiz brachte. Es gab hier aber auch noch andere Interessenten für Jensens Malerei, nämlich Max Bill. 1960 zeigte er im Zürcher Helmhaus die Ausstellung Konkrete Kunst und da fügte er am Ende einige Amerikaner hinzu, von denen er glaubte, dass sie diese Kunstrichtung weiterführen würden. Darunter war Ellsworth Kelly, Agnes Martin und eben Alfred Jensen. Es war vielleicht ein produktives Missverständnis, denn Jensen sah sich nie als Konstruktivist. Er sah sich in seiner Malerei als einen Expressionist, als einen wirklich amerikanischen Maler, der mit Europa nur sehr wenig zu tun hatte. Das Besondere an Jensens Malerei ist, dass er versuchte, europäische Konstruktionen zusammenzubringen mit den Bildzeichen, die er aus den vorkolumbianischen, amerikanischen Kulturen gewonnen hatte. So fand er um 1960 die Zahlensysteme der Maya und er übernahm diese Zahlenzeichen und setzte sie in den Bildern ein. Hier wird also gezählt und das Zählen zusammen mit dem Malen, das zusammenzubringen, ist das Besondere von Jensens Malerei. Ende der 50er Jahre entdeckte Jensen für sich das Schachbrettmuster, den Raster als Bildorganisation, genau das, was die europäische Moderne gefürchtet hatte und als mechanisch, repetitiv und dekorativ vorworfen hatte. Aber für Jensen, so wie für Agnes Martin, Ed Reinhardt und andere amerikanische Maler, war gerade das eine Offenbarung, dass man ein Bild so gestalten konnte, dass es nicht mehr hierarchisch war, dass sich ein offenes Feld eröffnete. Was Jensens Bilder besonders auszeichnet, ist der pastose Farbauftrag. Wahrscheinlich direkt aus der Tube setzte er die Farbe in die Bildfelder hinein, um ihnen eine Festigkeit zu verleihen. Und sie wirken ja wie gebaut oder fast wie gemauert. Jensen sagte von sich selbst, er sei ein Diagrammaler. Das ist eigentlich ein Paradox, denn Diagramme macht man, um etwas grafisch zu erläutern. Aber diese Bilder erläutern nichts, diese Bilder sind Malerei. Aber aus dem Diagramm hatte Jensen die Zahlen genommen und als alter Maler noch erfand er ganz neue Wege, indem er die Zahlen nicht mehr nur zur Konstruktion brauchte, sondern die Zahlen selbst in die Bildfelder setzte und damit riesige Zahlentafeln schuf. Diese Bilder sollten immer eigentlich raumfüllend sein. Die kleineren Bilder sind nämlich fast nur Ersatz für diesen Anspruch, den Raum zu gestalten mittels dieser Rhythmen, Farben, Zahlen, die ewig, ewig kreisen.